Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu etwas völlig anderem. Der eine oder andere erinnert sich sicher noch an mein 9-Euro-Ticket-Challenge-Video, als ich am Bodensee versuchte, die flache Erde zu widerlegen. Ein Versuch, den ich nochmal bei besseren Bedingungen wiederholen werde. Zu diesem Versuch hat sich auf Odyssey, wo ich alle meine Videos spiegle, ein lustiges Gespräch ergeben, wo mich doch ein Flacherdler aufgefordert hat, mir eine Serie über die flache Erde anzusehen und ihm bitte mitzuteilen, was denn daran nicht stimmen sollte. Nun, das Ganze schriftlich zu machen, wäre ein bisschen langweilig und deshalb mache ich das jetzt in einer Videoreihe, wo ich auf diese unsinnigen Videos reagiere. Das hat also überhaupt nichts mit den Rumänien-Videos zu tun. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann skippt einfach weiter. Aber jetzt wirklich zu etwas völlig anderem. Was in aller Welt ist passiert? Teil 1 von 13. Einkehr nach innen. Planet Erde. Irgendwann im Laufe unseres kurzen Lebens geht jeder von uns in sich und denkt über die Erde nach, die wir bewohnen. Von Kindheit an werden wir über die Erde, die Sonne, den Mond und den Weltraum unterrichtet. Was auch sehr gut ist, den Kindern das beizubringen. Wir lernen etwas über unser Sonnensystem und über die Planeten darin. Wir lernen etwas über die Milchstraße und die unendlichen Weiten des Weltraums. Und wir akzeptieren diese Lehren als Tatsache. Manche mehr, manche weniger. Also ich frage mich schon oft, kann das sein? Und ich mache auch gerne immer wieder Versuche, um das zu widerlegen. Siehe mein 9-Euro-Ticket-Challenge-Video. Wir gehen eifrig unserem Alltag nach. Doch eines Tages beschloss ich, dass ich mehr über die Welt und das Universum wissen will. Na, das kann ja was werden. Ich wollte alles wissen, also begann ich zu graben. Aber schon nach kurzer Zeit stieß ich auf Dinge, die mich stutzig werden ließen. Hier sind ein paar dieser Dinge. Wusstest du, dass sich unser Erdball im Weltraum mit einer Geschwindigkeit von ca. 1600 Stundenkilometer dreht? Und dass die Erde die Sonne mit ca. 107.000 Stundenkilometer umkreist, dass wir mit über 720.000 Stundenkilometer durch die Milchstraßengalaxie rasen und das alles, während sich Galaxien mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander entfernen. Also letzteres ist Quatsch, mit Überlichtgeschwindigkeit, das geht natürlich nicht. Was man jetzt mit dem James-Webb-Teleskop festgestellt hat, dass es sehr weit entfernte Galaxien gibt, die eigentlich schon kurz nach dem Urknall richtig entwickelt waren. Diese bewegen sich natürlich von uns weg und deshalb ist es eigentlich so, dass wir etwas sehen, das schon lange nicht mehr so existiert. Und manche interpretieren da rein, die gehen mit Überlichtgeschwindigkeit auseinander. Ist natürlich Quatsch. Irgendwann ist es halt dunkel, weil das Licht noch gar nicht zu uns gekommen ist. Und zu den Geschwindigkeiten, ja, die Erde dreht sich mit 1600 km/h am Äquator an der Oberfläche um sich selbst, aber diese Drehung, die dauert einen Tag und unser Bezugssystem ist unsere Erde, die Schwerkraft der Erde, die uns Richtung Schwerkraftzentrum der Erde zieht. Das ist unser Bezugssystem und deshalb merken wir den ganzen Rest überhaupt nicht, weil der Mensch nur Geschwindigkeitsänderungen, sogenannte Beschleunigungen wahrnimmt. Geschwindigkeiten selber nimmt er nicht wahr. Weil der Weltraum sich seit dem Urknall stetig ausdehnt. Verblüffend, oder nicht? Und doch kann kein einziger Mensch auf der Erde diese Bewegung tatsächlich spüren. Wie gesagt, weil unser Bezugssystem natürlich der Schwerkraftmittelpunkt der Erde ist und wir nur Beschleunigungen merken und keine Geschwindigkeiten. Wir können die Bewegung in einer Achterbahn spüren. Nein, wir können die Beschleunigungen in einer Achterbahn spüren, die Bewegung an sich nicht. Aber da die Achterbahn sowieso ständig Beschleunigungen hat, wird schneller, wird langsamer, links, rechts, oben, unten, das spüren wir. Und dann wird es uns auch schlecht. Oder in einem Zug. In einem Zug merken wir die Geschwindigkeit auch nicht. Nur die Beschleunigung. Wenn der Zug schneller wird, dann merken wir das. Wenn er bremst, dann merken wir das. Wenn er absolut eine Schnurgerade gerade entlang fährt, dann merken wir das nicht. Es sei denn, die Schienen sind ein bisschen eierig verlegt. Das merken wir wieder, weil es eine Querbeschleunigung gibt. Kommen Reiseübelkeit und wenn wir fallen, spüren wir es am ganzen Körper. Dann spüren wir für einen kurzen Moment die Schwerelosigkeit, beziehungsweise der Fahrtwind schlägt uns ins Gesicht. Aber wir spüren keinen einzigen Aspekt der täglichen Reise der Erde durch den Kosmos. Nochmal, weil unser Bezugsmittelpunkt die Schwerkraft der Erde ist. Das ist seltsam. Nein. Wir alle haben schon Bilder der Erde aus dem Weltraum gesehen. 1972 veröffentlichte die NASA das erste vollständige Bild der Erde aus dem Weltraum mit dem Titel Die blaue Murmel.
Man kann nur staunen über die perfekte Kugelform und die unermessliche Größe des stillen Nichts, das unsere blaue Murmel umgibt. Eigentlich ist es nicht eine perfekte Kugel, aber die Erhöhungen, die sich im Bereich von ein paar Kilometern bewegen, die sind gemessen am Durchmesser der Erde so gering, dass es praktisch von außen aussieht wie eine exakte Kugel. Aber die Erde ist ein bisschen plattgedrückt von der Zentrifugalkraft, die 1600 km/h, die wir da nicht spüren, und deshalb am Äquator ein bisschen breiter, als wenn man es über die Pole misst. Aber das ist sehr, sehr minimal. Und solche Erhöhungen wie der Mount Everest von 8 Kilometern, gemessen an den 12.000 Kilometern der Erde, was die Durchmesser hat, das wäre so auf dem Bild wahrscheinlich so ein Zehntel Millimeter Höhe, das kann man vernachlässigen. Also von außen betrachtet sieht es aus wie eine perfekte Kugel. Aber wusstest du, dass das Bild der blauen Murmel und alle nachfolgenden Bilder der Erde, die von der NASA veröffentlicht werden, Fotomontagen sind? Ja und nein. Aber die Blue Marble hier, das ist keins, das aus Einzelbildern zusammengesetzt worden ist, sondern ein Bild von Apollo 17, das im Jahr 1972, soweit ich weiß, geschossen wurde. Aber das hier ist zum Beispiel eins, das aus mehreren Einzelaufnahmen zusammengesetzt worden ist und die Teile, die sich während den Einzelaufnahmen verändert haben bzw. nicht fotografiert wurden, wurden vom Künstler einfach nachgefertigt. Aber die NASA macht da auch kein Hehl draus. Die gibt immer an, wenn die Bilder aus Einzelbildern zusammengesetzt worden ist, sogenanntes Composite-Bild. Schaut mal nach bei der NASA. Es sind viele Fotomontagen dabei, zum Beispiel das, wo wir gesehen haben mit den sechs Erden, das hier, aus verschiedenen Entfernungen aufgenommen. Deshalb sehen die Kontinente auch ein bisschen anders aus, zum Beispiel die USA. Auf dem Bild nimmt sie ein Viertel Globus ein und auf dem Bild ist sie relativ klein. Das liegt einfach an der Entfernung, wo das Bild aufgenommen worden ist. Und all diese Bilder sind zusammengesetzte Bilder, wie die NASA auf ihrer eigenen Homepage natürlich auch schreibt. Die macht da kein Geheimnis draus. Aber es gibt Bilder von der Erde, wo sie ganz drauf ist. Und zwar die von den Mondlandungen, wo der Erdaufgang zu sehen ist. Dann gibt es noch ein paar, die von weiter weg geschossen worden sind. Zum Beispiel auch vom Mars aus. Der Mars Reconnaissance Orbiter hat ein paar Bilder von Erde und Mond sogar gemeinsam geschossen. Dann gibt es noch eine interessante Videoaufnahme von einem Satellit, der außerhalb der Mondumlaufbahn sogar sich befindet und einen Mondtransit vor der Erde aufgenommen hat. Dann gibt es noch die Bilder von Voyager, der Pale Blue Dot, die Erde von keine Ahnung wie viel Millionen Kilometern entfernt fotografiert, wo die Erde wirklich nur ein winziger Punkt ist. Ein Bild vom Saturn, wo man die Erde durch die Ringe durchsieht. Und natürlich erst vor ein paar Wochen die Bilder vom Raumschiff Orion. Hassel hat da nämlich an Bord ein paar Bilder gemacht, die auch sehr schön den Mond vor der Erde sogar zeigen. Also die Rückseite des Mondes, die dunkle Seite des Mondes. Es gibt also eine ganze Menge Bilder von der ganzen Erde, die vom Weltall aus geschossen wurde. Die erkennt ihr natürlich nicht an, da macht sie es euch einfach, aber irgendwelche gemalten Bilder von flachen Erden und so, die müssen der Wirklichkeit entsprechen. Ja. Fertig? Rücksturz der Erde programmiert? Dann los, Hasso! Sie werden von Computern aus Daten errechnet und in Photoshop nachbearbeitet. Es gibt keine Bilder unserer Erde, auf denen man sie vollständig im Gesamten aus dem Weltraum sieht. Doch, die gibt es. Wer hätte das gedacht? Und dann ist da noch die Schwerkraft. Einstein stellte die Theorie auf, dass die Schwerkraft durch die Krümmung des Raums entsteht, die von einem massiven Objekt ausgeht. Und sie ist die Kraft, die uns alle auf der Erde festhält. Was nach oben geht, muss nach unten kommen. Und die Schwerkraft ist so stark, dass sie alle unsere Ozeane fest an die Erde bindet und die Kraft hat, sie über unseren sich drehenden Planeten zu krümmen. Wieder mal die Meer von den gekrümmten Ozeanen. Nein, die Oberfläche der Ozeane befindet sich überall fast gleich weit weg vom Massezentrum der Erde und deshalb sieht es so aus, als wären sie gekrümmt. Sie ist jedoch nicht stark genug, um die Vögel daran zu hindern, durch die Lüfte zu gleiten. Doch, natürlich hindert es die Vögel, durch die Lüfte zu gleiten. Nämlich dann, wenn sie aufhören, mit den Flügeln zu schlagen. Dann klatschen sie auf. Schwerkraft. Federn in der Luft schweben zu lassen? Im Ernst? Da ist doch das Gleiche. Irgendwann kommen die Federn runter, Punkt. Solange sie im Windauftrieb sind, natürlich fliegen sie, aber irgendwann kommen sie nach unten. Und Ballons aufsteigen zu lassen? Die sind mit sehr leichtem Gas gefüllt, das einfach den Ballon dazu bringt, zu schweben. Ich vermute. Und zwar,
schwebt er nach oben, wegen der Schwerkraft. Dies nach unten gerichtet, der Ballon aber mit leichterem Gas gefüllt, deshalb schwebt er nach oben. Dass die Schwerkraft eine sehr wählerische Kraft ist. Nein, alles zieht sich gegenseitig an. Nicht nur die Erde uns, sondern wir auch die Erde. Nur natürlich so dermaßen minimal, dass es der Erde scheißegal ist. Je mehr ich mich mit dem Weltraum und der Physik beschäftigte, desto mehr Fragen hatte ich. Und ich wusste, dass jemand da draußen, der viel klüger war als ich, die Antworten hatte. Na gut, nur weil du was nicht kapierst, heißt es nicht, dass es nicht so sein muss. Aber es war nicht nur der Weltraum, der mich faszinierte. Ich wollte auch etwas über die biologische und geografische Beschaffenheit unserer Welt erfahren. Sind mal zwei sehr weit gefächerte Felder, Biologie und Geografie. Und je mehr ich lernte, desto mehr seltsame Dinge fand ich heraus. Nochmal, nur weil du was nicht kapierst, bedeutet das nicht, dass es nicht so ist. Die mich verwirrten. Es ist ein biologisches Grundprinzip, dass lebende Zellen hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenstoff bestehen. Ja. Und Wasser besteht hauptsächlich aus Sauerstoff und Wasserstoff. Nicht nur hauptsächlich, sondern immer. Jedoch fanden Biologen seltsame Anomalien an den Erdpolen. Das wage ich zu bezweifeln. Welche sogar sowjetische Biologen verblüfften. Sie fanden eine unnatürlich hohe Menge an Wasser und zugleich einen ungewöhnlich hohen Anteil an Kohlendioxid in den Weltmeeren. Was ist da jetzt ein Gegensatz? Natürlich bindet das Wasser der Meere das Kohlendioxid. Das weiß aber jedes Kind. Es gibt sehr viel Wasser, Schnee und Eis auf der Erde. Weißt du, was uns diese Anomalie sagt? Dass es sehr viel Wasser, Schnee und Eis auf der Erde gibt? Deutet auf einen großen, weltweiten Brand in der Erdgeschichte. Alter, ist jetzt nicht dein Ernst. Warum? Warum soll das auf einen Brand hindeuten? Der, wie Biologen vermuten, 99% der Biosphäre der Welt vernichtet hat. Billig? Kannst du mir einen Billig geben? Das ist nämlich Humbug. Was mich wirklich verwirrt, ist diese Zahl, 99%. Das bedeutet, dass alles Lebendige auf der Erde jetzt ein 20.000 Mal geringeres Volumen hat. Warum? Warum sollte es das bedeuten? Nur mal angenommen, es gab irgendwann so eine große Vernichtung von 99% alles Lebens. Es gab sogar schon mal welche. Warum sollte es dann heute nur noch so wenig Leben geben? Natürlich regeneriert sich das Leben wieder. Spezies nehmen die Plätze ein, die vorher von anderen Spezies besetzt waren. Das nennt sich Evolution. Und die biochemische Masse aller Lebewesen... Chemisch. Chemisch. Ch. Da ist kein Sch. ...wesen viel geringer ist als vor diesem riesigen Feuer. Moment mal, was? Wie sahen die Lebewesen vor diesem Feuer aus? Es besteht also kein Zweifel daran, dass wir von umfassenden wissenschaftlichen Studien über unsere Pole profitieren könnten. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Irgendwelche Brände und irgendwelche Wissenschaften über Pole? Wusstest du, dass die Antarktis der einzige Kontinent der Erde ist, der quasi niemandem gehört? Ja, wusste ich. Beziehungsweise da gibt es eine Vereinbarung, dass verschiedene Länder so und so viel Fläche für ihre Experimente verwenden dürfen, aber der Kontinent an sich gehört niemandem. Aber da gibt es sowieso nichts zu holen. Die Wettergeschehnisse dort sind so dermaßen extrem, dass sich irgendein Abbau von irgendwelchen Bodenschätzen gar nicht lohnen würde. 1959 unterzeichneten die Nationen der Welt den UN-Vertrag, welcher sicherstellt, dass kein Land Ansprüche auf die Antarktis erhebt. Der Vertrag verbietet und regelt alle weltweiten Aktivitäten auf dem Kontinent. Nee, das ist so nicht richtig. Natürlich darf man wissenschaftliche Forschung betreiben. Moment mal. Seit wann hat irgendeine Nation ihren Drang aufgegeben, irgendein Land der Erde zu besitzen und auszubeuten? Wie ich es gerade gesagt habe, die Extremwetter dort, die verbieten das Ausbeuten von irgendwas, weil es sich nicht lohnt. Die einzusetzenden Ressourcen wären so dermaßen hoch, das stünde in gar keinem Verhältnis zu dem Gewinn, den man da machen könnte. Und deshalb lässt man es. Aber man kann auch Reisen in den Südpol machen. Das darf jeder, der genügend Kleingeld hat. Würde ich auch mal gern machen. Ich habe weiter recherchiert, wodurch sich mir eine Frage nach der anderen aufgeworfen hat.
Einige Dinge ergaben für mich einfach keinen Sinn und es schien, dass viele Teile des großen Puzzles fehlten oder einfach unbeantwortet blieben. Und dann stieß ich auf etwas so Lächerliches und Absurdes, dass ich nicht wusste, ob ich lachen oder wütend werden sollte. Das ist die Flat Earth Society oder Flacherdler. Ich weiß, was ich da mal lachen. Eine Gruppe Gleichgesinnter, welche die Hypothese aufstellt, dass die Erde in Wirklichkeit keine Kugel in einem sich schnell entwickelnden Universum ist, sondern eine flache, unbewegliche Ebene. Was natürlich völlig absurd ist und jeglicher Physik widerspricht. Aber gut, lassen wir ihn mal quatschen. Zuerst dachte ich, es handle sich um einen Scherz, der von einer Art wachsamen, religiösen und kreationistischen Verweigerung des wissenschaftlichen Fortschritts herrührt. Nein, Scherz ist das eigentlich nicht. Die Jungs glauben ja wirklich daran. Es ist halt Humbug. Die Menschheit hat jahrelang im finsteren Mittelalter gelebt und jetzt haben wir endlich eine objektive, fortschrittliche Wissenschaft, die unser Verständnis dieses großen Mysteriums voranbringt. Und die Anhänger der flachen Erde finden es in Ordnung, solche antiwissenschaftlichen Theorien zu verbreiten? Nichtsdestotrotz dachte ich, ich schaue es mir mal an, bevor ich es komplett abtue. Eigentlich wollte ich nur ein wenig lachen und etwas Unterhaltung, um die Langeweile zu vertreiben. Doch trotz meiner Skepsis und meines Wunsches, diese Flachwäldler zu entlarven und lächerlich zu machen, war das, was ich fand, schlichtweg erstaunlich. Ja, es hat gut erklärt und viele fallen drauf rein. Endlich fand ich etwas, das mein wissenschaftliches Verständnis der Welt in Frage stellt. Dein wissenschaftliches Verständnis der Welt, das bedeutet nicht, dass die Dinge auch so sind, wie du sie dir vorstellst. Und zwar nicht nur mit einer Theorie, sondern auch mit handfesten wissenschaftlichen Beweisen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ich möchte es mit dir teilen. Komm mit mir in diesen Kaninchenbau, um herauszufinden, ob unsere Erde tatsächlich eine flache und unbewegliche Ebene ist. Bevor wir beginnen, möchte ich dich nur um eine Sache bitten. Bleibe bis zum Ende der Serie unvoreingenommen und stelle absolut alles in Frage. Ich verspreche dir Folgendes. Am Ende wirst du sicher zustimmen, dass alles, was man uns über unseren Planeten erzählt hat, nicht so ist, wie es scheint. Wetten das nicht? Vielleicht wirst du sogar feststellen, dass sich deine gesamte Sichtweise auf die Welt verändert hat. Wetten das nicht? So wie meine. Und ich warne dich, dieser Kaninchenbau ist tief und vielleicht manchmal ein wenig beunruhigend. Aber wir werden einen Schritt nach dem anderen machen. Und hey, wer weiß, vielleicht treffen wir sogar Alice auf ihrem Weg ins Wunderland. Das ist Alice, Alice im Wunderland. Habe ich als Kind gerne geschaut. Ja, ich weiß, ich bin alt. Folge mir jetzt zu Teil 2 von Was in aller Welt ist passiert. Sind wir schon durch? Wir sind durch. Na, das ging ja nochmal. So viel Quatsch ist ja hier gar nicht vorgekommen. Da bin ich mal auf die nächsten Folgen gespannt. Wir werden sehen. In diesem Sinne. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt ihm einen Daumen nach unten. Schreibt was unten in die Kommentare, falls ich irgendwo Quatsch erzähle. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Flachert Unsinn widerlegt mit DIY Micha. Tschüss!